Der Werbegeist aus der Flasche war ab November 1956 ein bayerischer Löwe. Leo, lieb, nicht bissig. Xavier! Da schau her, was du wieder gemacht hast. Also du bist doch ein richtiger Dreck. Sprich's nicht aus, wir sind ja nicht daheim. Aber du benimmst dich so. Was im Speiselokal peinlich war, amüsierte die Eheleute daheim. Aber was wäre dann, wenn du der Wirt wärst? Rausschmeißen tät ich dich. Mahlzeit, die Herrschaften. Oh, ein kleines Malheur. Gisela, Serviette. Entschuldigung, bitte. Aber ich bitte Sie, das kann doch vorkommen. Dafür gibt's doch Gott sei Dank Persil. Nicht wahr, gnädige Frau? Peter Hierlinger ist ein äußerst gefragter Werbetexter und freischaffender Kreativdirektor. Für ihn steht am Anfang einer Kampagne das Wort. Doch weiß Hierlinger auch um die Macht der Bilder. Was hält er von der ersten Werbung im deutschen Fernsehen? Ich fand den Spot gut, vor allem für die damalige Zeit, sehr gut gemacht. Man müsste ihn natürlich anders schreiben, man müsste ihn abändern, aber das Format, das da bedient worden ist, also zwei Prominente treten auf im Sinne einer Marke, das Format bedient man ja heute immer noch. Und wie sieht man das bei Neverest, einer weltweit renommierten Agentur für Werbefilme? Geschäftsführer Ewald Pusch zur Bildsprache. Der Film zwischen Beppo Brehm und Liesel Karlstadt ist ein ganz tolles Beispiel für Storytelling. Da sitzen zwei Leute in einem Lokal und es wird irgendwas schmutzig, es ist ihnen peinlich und dann kommt der Wirt und sagt, mach doch gar nichts, ich habe Persil, es geht ganz einfach. So eine Geschichte könnte man heute immer noch erzählen. Natürlich aus dem heutigen Leben mit den heutigen Familien. Vielleicht würden da zwei Männer sitzen als Pärchen und würden den Tisch schmutzig machen und würden sich das gegenseitig vorwerfen. Oder es würden vor laute Kinder drin vorkommen, was zur damaligen Zeit nicht war. Aber Storytelling ist eigentlich immer noch das Gleiche, die gleiche Mechanik wie in den 50er Jahren. Bin ich schon weiterhin gut zu speisen? Danke. Danke. Siehst du, Liesel, das ist eben der Unterschied zwischen dir und dem feinen Mann. Was? Naja, du machst allebei gleich ein Trara und ein Theater, wenn bloß so ein kleines Fleckerl auf den Tisch stecken kommt. Der gebildete Mensch sagt nur Persil. Persil und nichts anderes. Und doch, Werbetexter Peter Hierlinger sieht Korrekturbedarf. Was würden Sie anders machen? Ich müsste kürzer werden. Der Film ist ja 60 Sekunden lang. Also heute kämpft man mit 20, 30 Sekunden. Das bedeutet, man muss pointierter werden. Ich würde wahrscheinlich auch eine alltäglichere Sprache wählen. Früher war ja das Fernsehen eher staatstragend. Vor allem wollte es hoch hinaus mit einer einst sensationellen Sendeanlage. Ein Archivfund. Erich Wittmann erklärt den Zusammenhang von Wendelstein und Waschmittel. Das Haus Henkel hatte den Sender Wendelstein oder die Bergspitze von Wendelstein als Eigentum. Und auf diesem Berg musste die Mutterantenne von unserem Sender gestellt werden. Und das Haus Henkel hat uns das Grundstück damals nicht verkauft, sondern nur verpachtet. Und in den Pachtvertrag hineingeschrieben, das Haus Henkel möchte auf alle Fälle die erste Werbesendung im Fernsehen ausstrahlen. Also der erste Kunde sein. Damit hatten wir eigentlich den ersten Kunden schon. Gemütlich und sauber sollte es in den 50er Jahren sein. Rein, ohne braune Flecken, dank Persilschein und Persil. Unserem Horoskop nach hätten wir zwei gar nicht heiraten dürfen. Das weiß ich schon seit 20 Jahren. Um Ärger zu vermeiden, ist bei heutigem Vorhaben Vorsicht dringend geraten. Was hast du denn für ein Vorhaben? Große Wäsch. Aber vorsichtiger wie ich kann man ja nicht sein. Ich nehme doch immer Persil. Dem Kaufmann ist das Persil ausgegangen, dann hat er mir irgendwas anderes mitgegeben. Da ist er schon, der Horoskop-Ärger. Irgendwas anderes. Ja, aber... Nix aber. Du gehst dahin, wo es ein Persil gibt. Da steht, Vorsicht ist dringend geraten. Und mit der Wäsche kann eine Hausfrau gar nicht vorsichtig genug sein. Drum nehme ich Persil. Persil und nichts anderes. Na also, schon in der zweiten Persil-Werbung behielt Liesel Karlstadt das letzte Wort. Die deutsche Hausfrau lernte eben schnell dazu, wenn es um Sauberkeit ging und ein wohliges Heim. Luxus wie Seidenstrümpfe und immer wieder Reinigungsmittel waren Werbeschlager der 50er Jahre. Der Mann gab den Ton an, die Frau kümmerte sich um die Familie und die Werbung wurde raffiniert. Ewald Pusch. Die haben dem Beppo Brehm seine Rolle gegeben, wie er sonst auch aufgetreten ist.
Und die haben der Liesel Karstadt das Gleiche gegeben, ihre Rolle, wie sie war. Und das ist eigentlich ein Erfolgsgeheimnis, wenn man mit Testimonials, mit Prominenten dreht, dass man die dann so benutzt, wie sie von den Leuten gern gesehen werden. Also die Rolle, die sie auch im Film oder als Schauspieler spielen. Was sind's denn die Weiber aus einer einzigen Rippe von uns Männern gemacht? Ja, richtig. Na, also noch einmal. Was sind's? Rippen. Monomedial sendete das bayerische Fernsehen, wie es einst hieß, in deutsche Lande. Es war eine autofreie Parklandschaft mit Studios, Parteidoktrin und Tabus. Ewald Pusch über Werbetabus heute. Ja, keine Ahnung, ob es noch Tabus zu brechen gibt. Bestimmt. Wir brechen in der Branche ja permanent Tabus, indem wir mit unserer Werbung die Leute langweilen. Das ist eigentlich ein Tabu, das man nicht tun sollte. Weil wenn man eine Marke ist und wenn man eine Akzeptanz vom Verbraucher haben möchte, dann muss man den Verbraucher unterhalten, einbeziehen. Am liebsten wäre es mir, wenn es uns gelänge, unsere Kunden zu Fans zu machen. So heißt, ich darf sie nicht langweilen. Werbung kann nie einen Zeitgeist prägen. Werbung oder auch Fernsehwerbung nimmt nur den Zeitgeist auf und spiegelt ihn. Online ist ein Special Interest Medium mit viel intensiveren Kontakten, wenn man einen Rückkanal hat und wenn man selber was suchen kann. Man kann sich von einem zum anderen hangeln. Das ist viel intensiver, aber das Fernsehen ist das schnellste Medium und das einzige Medium, mit dem ich zur gleichen Zeit 1 Million Leute erreiche, immer noch. Und das wird auch so bleiben. Sie ist raffinierter geworden, die Werbung in Film und Fernsehen. Schneller und natürlich bunt.